Das ist das Chassis eines Reiko Europa Röhrenradios aus Anfang der 1930er Jahre. Wie man sieht, ist das ganze Ding in relativ schlechtem Zustand. Das Chassis ziemlich verrostet. Hier der Netztrafo, das ist der Netztrafo, der wurde repariert. Die Hochspannungswicklung war unterbrochen, wurde neu gewickelt. Das ist die Antennenspule, die fehlte bzw. war durch ein nicht originales Teil ersetzt, was auch nicht am Spulenschwenker montiert war, sondern fest an der Gitterspule angeschraubt war. Das ist mal ein Blick unter das Chassis. Wie man sieht, sind die Blockkondensatoren teilweise mit defekten Sektionen. Die habe ich hier vorübergehend überbrückt mit Neuteilen. Das ist einmal hier unten, einmal der Ladekondensator, der war defekt und hatte einen Kurzschluss. Dann sind hier diverse ersetzte Widerstände, dieser grüne hier, sicherlich nicht original. Und hier oben der zweite Blockkondensator. Auch hier ist eine Sektion defekt, die ist mit einem modernen Bauteil momentan überbrückt. Das bleibt natürlich nicht so, das ist jetzt zur Probe nur. So, nachdem jetzt das Radio die wichtigsten Teile ersetzt worden sind, so dass man einfach mal das Ganze einschalten kann, möchte ich das jetzt mal machen. Was man jetzt hier sieht auf dem Multimeter, ist die Anodenspannung. Das Gerät war gerade mal kurz eingeschaltet, deswegen zeige ich das hier gerade noch 23 Volt an. Ich werde jetzt das Ding mal einschalten. So, und wie man sieht, stellt sich jetzt hier eine Anodenspannung an der Endröhre ein, die relativ hoch ist. Warum das so ist, das kann ich später noch mal kurz erklären. So, die Röhren sind jetzt aufgewärmt, angeheizt und man hört auch schon aus dem Testlautsprecher ein leises Fiepsen. Das Gerät ist jetzt aktuell an einen kleinen Modulator angeschlossen, weil mit Mittelwellenempfang ist hier nicht mehr allzu viel. Und der setzt mir das UKW-Signal um und schickt das per Kabel hinten an den Antennenanschluss dran. Sieht man hier hinten. Das ist der Antennenanschluss, ist über eine Kunstantenne angeschlossen. Was man hier oben sieht, ist Teil des Antennenkreises, ist ein Sperrkreis, wo man früher Ortssender ja, aussperren konnte, damit die nicht ja, überall hörbar waren auf dem ganzen Bereich. So, jetzt möchte ich mal die Lautstärke ein bisschen erhöhen. Das passiert hier mit der Antennenkopplung. Man nimmt jetzt so. Mit mehreren Autos ist es nur eine Spur frei. A44 Mönchengladbach Richtung Aachen zwischen Alsdorf und Kreuz. So hat man die Lautstärke eingestellt. Das ist Antennenankopplung, weniger Kopplung, mehr Kopplung. 10 Kilometer Stau und stockender Verkehr. So. Was haben wir noch? Dann haben wir hier Kamel und Kühler. Die AfD hat Klage eingereicht beim Landgericht Köln. Dann das hier ist der Rückkopplungsdrehkondensator. Damit kann man die Empfindlichkeit erhöhen. Wenn ihr uns die ganze Zeit öffentlich als Prüffall nennt und bezeichnet, dann ist das so. Dann lässt das uns in einem Wenn ich den eindrehe, dann nimmt die Lautstärke zu. Das ist einfach durch die ersten Audioenschaltung. Und durch die Rückkopplung
wird eben die Empfindlichkeit erhöht. So, dann gibt es noch ein weiteres Bedienelement an dem Radio. Wie man sieht, gibt es hier zwei Sektionen von dem Drehkondensator. Das Ganze ist ein Geradeausempfänger. Und dieser Geradeausempfänger hat zwei Kreise. Und jeder Kreis wird über einen einzelnen eigenen Drehkondensator abgestimmt. Die Drehkondensatoren sind gekoppelt über eine Achse, sodass jemand, der hier vorne sich den Sender sucht, immer beide gleichzeitig einstellt. So, jetzt, um aber eine maximale Empfindlichkeit zu erreichen, ist es nötig, dass wirklich beide Kondensatoren exakt gleich laufen. Und das ist nicht so richtig möglich gewesen oder war schwierig zu der damaligen Zeit. Und deswegen gibt es hier dieses Hebelchen hier. Damit kann ich einen dieser Kondensatoren justieren, indem man einfach den eigentlich festen Teil in einen gewissen Bereich hin und her schwenken kann. Wie man hört, wird es lauter und leiser. So, das heißt, hier ist das Maximum, das wäre da, wo man es erstmal stehen lässt. Das kann aber an einer anderen Stelle der Skala unter Umständen etwas anders sein, weil, wie gesagt, der Gleichlauf ist nicht hundertprozentig gleich gewesen. Dann gibt es noch weitere Bedienelemente hier an dem Radio. Einmal das hier unten, das ist der Einschalter und Ausschalter, das ist ein Druckschalter. Funktioniert noch so einigermaßen. Bräuchte mal eine Reinigung, dann geht er wahrscheinlich wieder so weit. Dann haben wir hier unten noch den Wellenschalter. Da kann ich einstellen Tonabnehmer, lange Welle und Mittelwelle. Das betätigt das eine Paket vom Drehkondensator, damit man den Gleichlauf richtig einstellen kann. Habe ich eben schon gezeigt. Und das ist die Rückkopplung. Ja, viel mehr gibt es an Bedienelementen eigentlich nicht mehr an diesem Radio. Hier nochmal ein kleines Bild von dem Raiko-Chassis. Hier vorne ist ein Blockkondensator. Das ist eine frühere Reparatur. Und zwar ist einer der Blockkondensatoren, eine Sektion davon unterhalb des Chassis, die ist defekt und hatte einen Kurzschluss. Und da hat jemand in frühen Zeiten das repariert, um das Radio weiter zu benutzen. Und so wie der Blockkondensator aussieht, ist er auch schon sehr lange da installiert gewesen. Und war natürlich mittlerweile auch nicht mehr so zu gebrauchen. Wie man sieht, ist er aufgeplatzt an der Seite. Und der Isolationswiderstand war auch eigentlich in Bereichen so, dass er so nicht mehr zu benutzen war. Und fast für die Anodenspannung wie ein Kurzschluss zu betrachten war. Und um das wieder in Ordnung zu bringen, wurde dieser Kondensator ausgeräumt. Und das Innenleben, das haben wir dann hier hingebracht. Das Innenleben ist jetzt hier in diesem Topf seit einiger Zeit schon drin. Und man sieht, blubbert das fleißig. Und zwar ist es so, dass der Topf mit Wachs gefüllt ist. Das ist Bienenwachs von einer Kerze. Und das ist jetzt hier aufgewärmt auf 160 Grad. Kann man hier sehen, da ist ein Temperaturfühler, damit man das überwachen kann. Sollte nicht zu warm werden, weil das beschädigt den Blockkondensator noch weiter und außerdem ja, man möchte ja auch nicht allzu viel Qualm erzeugen. Und um den Qualm ein bisschen im Griff zu halten, weil ich bin jetzt hier auch im Keller drin, sieht man da hinten einen kleinen Ventilator, der sitzt in einem nicht benutzten Kaminschacht. Und zusammen mit dieser Pappkonstruktion sorgt das dafür, dass alles an Dämpfen, die da entstehen, als warmes Wachs, direkt abgezogen werden. So, und das lassen wir jetzt mal noch eine Weile so köcheln. Und wenn das aufhört zu blubbern, dann wollen wir mal sehen, ob der Kondensator wieder einsetzbar ist. So, jetzt sind wir etwa 30 Minuten später und ich sag mal, die Mahlzeit dürfte langsam fertig sein. Wenn man mal schaut, sieht das Ganze hier schon sehr viel ruhiger aus und ein paar Bläschen kommen noch, also ein paar Minuten werden wir noch warten. Was man sieht, rechts und links sind zwei
kleine Metallplatten. Damit habe ich einfach nur die zwei Papierpakete gehalten. Das sehe ich mal gleich, wenn ich das da rausgeholt habe. Tja, irgendwie hat mir die Kamera jetzt einen Streich gespielt und sind einige Minuten vom Video verloren gegangen. Naja, was soll's. Fangen wir halt nochmal an. Also nachdem der Kondensatorwickel aus dem Wachsbad rausgenommen war, war der Isolationswiderstand bei 50 Volt anfangs noch im Bereich von 100 Kiloohm, was natürlich nicht zu gebrauchen war. Aber das lag schlichtweg daran, dass der Papierwickel noch heiß war. Und der Isolationswiderstand, der ist temperaturabhängig. Wie man jetzt sieht, ist der Isolationswiderstand unendlich bei 50 Volt. Jetzt muss man nur eines bei der Skala beachten. Die Skala in Mikroohm ist die angegeben. Die gilt aber nur bei 50 Volt Spannung. Bei anderen Spannungen gilt diese Skala nicht mehr. Um das etwas zu zeigen, was denn nun der Leckstrom ist, habe ich hier einfach mal ein Mikroampermeter in Reihe geschaltet zu diesem Kondensator. Da kann man das Ganze etwas besser verfolgen. Jetzt schalten wir mal auf 250 Volt. So. Das heißt, wir haben jetzt 250 Volt Prüfspannung am Kondensator anliegen. Ein Leckstrom. Ein kleiner 5 Mikroampere. Man beachte jetzt, dass die Nullstellung ist in der Mitte hier. Da sind 4 Mikroampere und fallend noch. Und der angezeigte Isolationswiderstand ist laut der Skala da weit über 10 Megohm. Jetzt schalten wir mal die nächste Stufe ein. 350 Volt Prüfspannung. Auch hier Isolationswiderstand. Laut der Skala am Gerät bei 10 Megohm und hier der Leckstrom auch wieder kleiner 5 Mikroampere. 350 Volt ist jetzt die Spannung, die nachher an diesem Kondensator anliegt. Das ist nämlich der Ladekondensator und laut Schaltbild sind da 350 bis 360 Volt. So, das heißt, bei diesen 360 Volt würden jetzt eben 4 bis 5 Mikroampere an Leckstrom fließen, was quasi nichts ist. So, jetzt wollen wir mal noch mal gucken, ob nicht durch Vorschädigungen in dem Papier noch Stellen sind, wo es dann irgendwann zum Durchschlag kommt, weil dann ist es nicht mehr zu gebrauchen. Und dafür stellen wir jetzt mal höher. 500 Volt. Im Original ist dieser Kondensator bis 1500 Volt geprüft. So, und 1500 Volt würde ich jetzt an der Stelle nicht mehr anlegen wollen. Es ist halt kein Neuteil mehr. Und somit, ich würde es nicht riskieren. 700 Volt, ich gehe jetzt bis 1000 Volt. Und dann lassen wir diese 1000 Volt ein paar Minuten hier anstehen und dann schauen wir mal, ob irgendetwas passiert in dem Kondensator-Papierwickel. Typischerweise, wenn es zu Überschlägen kommt, dann sieht man das zum einen an dem Zeiger hier, der fängt dann an zu zucken und man hört es auch knistern. Und dann weiß man eigentlich, das war vergebens. So. Jetzt sind wir wieder kleiner 10 Mikroampere Leckstrom, das bei 700 Volt Prüfspannung. Also wenn das mal nichts ist. So, jetzt sind wir bei 1000 Volt. Leckstrom fällt immer noch. Was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass der Kondensatorwickel noch nicht gänzlich abgekühlt ist. Scheint noch immer etwas im Inneren an Wärme zu sein. Und da warten wir jetzt mal ein paar Minuten und gucken, ob irgendwas passiert. So, wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten weiter. Es ist nichts passiert. Also keine Durchschläge, die da irgendwie zu registrieren war. Es ist lediglich konnte man sehen, dass
der Isolationswiderstand noch weiter zurückgegangen ist. Also ist immer noch am Abkühlen offensichtlich. Aber gut, 1000 Volt Prüfspannung über einen Zeitraum von mehreren Minuten ohne Durchschläge. Ich denke, das ist okay soweit. Ich werde jetzt gleich dieselbe Prozedur mit dem zweiten Kondensatorwickel machen. Der liegt schon hier bereit. Und dann, wenn es dann ans Zusammenbauen geht, dann werde ich das nochmal zeigen. So, jetzt sind wir bei dem zweiten Kondensatorwickel. Eigentlich wollte ich den nicht zeigen, aber wie es ausschaut, ist der hier wohl nicht mehr zu retten. Bei 350 Volt scheint noch alles okay. Jetzt drehen wir mal langsam hoch. 500 Volt. Das heißt, der lädt langsam auf. So, wenn er aufgeladen hat, dann liegen tatsächlich diese 500 Volt erst da an. Ja, scheint auch noch soweit okay zu sein. Jetzt wollen wir mal nächste Stufe gehen. 700 Volt. So. Zack. So. So sieht das dann aus, wenn der Wickel nicht mehr zu retten ist. Schlägt schön durch, wie man sieht und hört. Somit hat sich das Thema für diesen Papierwickel dann wohl erledigt. Nachdem das eben ja so ein kleiner Fail war mit dem Auskochen von dem einen Wickel, machen wir das halt auf die andere Art und Weise. Das heißt, ich nehme ein 2 Mikrofarad 630 Volt Folienkondensator, wie man den so kaufen kann, verlängere die Drähte ein bisschen und dann packt man hier reichlich Isoliermaterial dazu, damit dann nirgendwo etwas an das Außengehäuse dran kommt von den Drähten. Und wenn man Glück hat, so wie hier, passt das da rein. So, einfach da rein. Zack. Und wenn das fertig ist, dann nimmt man das Deckelchen, lötet die Drähte an und verschließt das Ganze wieder. So, der ein oder andere hat sich vielleicht schon gefragt, was will er denn eigentlich mit diesem Schrotthaufen? Nun ja, wie anfangs erwähnt, ist das ein relativ seltenes Gerät und insofern widerstrebt es mir einfach, dieses Teil komplett zu zerlegen und zu entsorgen, zumal es funktioniert es erstmal jetzt in Ansätzen soweit, dass ich denke, man kann das soweit herrichten, dass das Chassis erstmal funktionsfähig ist. Das Chassis wird auch nicht weiter aufgearbeitet, weil das wird kein Gerät, was ohnehin für den täglichen Gebrauch ist. Mittelwellen- und Langewellensender gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele. Und ja, das heißt also, das Chassis wird erstmal so bleiben, wie es ist. Es wird auch nicht aufgearbeitet werden im Sinne von einer Komplettrestauration, sondern es wird repariert. Das bedeutet, die Bauteile, die defekt sind, werden ja, ersetzt oder wenn möglich auch repariert, so dass man dieses Ding, ja, dass es benutzbar ist, so unter Aufsicht halt. Und dann werde ich versuchen, das weitestgehend zu komplettieren, soweit wie möglich. Es fehlen viele Teile, ich glaube, wie man sieht, fehlt hier die Skala, der Skalenzeiger, Knöpfe sind auch nicht da, dann fehlen noch Gehäuseteile, Leisten am Gehäuse und Lautsprecher und Schallwand. Ja, das werde ich hoffentlich so nach und nach, entweder findet sich das irgendwie ein oder man muss halt ersetzen durch andere Bauteile. Aber das wird sich im Laufe der nächsten Zeit ergeben. Insofern erstmal schönen Dank fürs Schauen und wenn es weitergeht, dann wird hier vielleicht ein neues Video erscheinen. Mal sehen. Bis dann.